Manche behaupten, in Beisa hätte die Händlergilde das Sagen. In Wirklichkeit sind das aber nur ein paar alte Säcke, die wichtig klingen wollen. Meine Oma sagt immer, dass sie zum Nachtmarkt gehen will, aber sobald es dunkel wird, ist sie eben nur eingeschlafen. Es gibt einen mysteriösen Gegenstand namens Schrumpfhammer, doch selbst die Händlergilde, die den Nachtmarkt betreibt, hat es noch nicht geschafft, den in die Finger zu bekommen. Ich würde spekulieren, er lässt Gegner schrumpfen. Welcome. Lots of wares to browse. Oh, good choice. This is good quality. Good work. This is useful. Danke, Gamer Leon, für dein Twitch Prime Abo. Come again. Oh nein, ich habe kein Spiegelbild, ich bin ein Vampir. Mit RTX wird das besser gehen. Ach, wie würde dieses Spiel mit RTX aussehen? Welcome. Lots of wares to browse. Ooh, exciting. I had wanted this. Hallo Inkt, Link. So, dann haben wir wieder die aktuelle Ausrüstung. Und ich sollte auf jeden Fall bis zur Nacht mal schlafen, um mal diesen Nachtmarkt zu sehen. Hey, was kostet dieses Gemälde? Keine Ahnung, ich bin kein Händler. Ich habe Bücher aus aller Welt. Was? Bücher sind zu unhandlich, um sie auf dem Abenteuer mitzunehmen? So etwas Verrücktes habe ich ja noch nie gehört. Für den Nachtmarkt werden noch Unterhaltungskünstler gesucht. Sobald es dunkel wird, öffnet der Nachtmarkt hier seine Pforten. Ihr müsst aber bis zum Anbruch der Dunkelheit warten. Ein gesperrter Bereich der Stadt. Oh, wartet nur, bis die Nacht anbricht. Ja. Dann kann ich nur ins Gasthaus gehen und ein Nickerchen machen. Und das ist ein guter Zeitpunkt, mal ganz kurz auf Toilette zu gehen. Und meinen Samen zu pflanzen. So, jetzt hält meine Blase wieder 2 Stunden durch. Dann gucken wir mal, was der Nachtmarkt so kann. Die Meeresbrise ist herrlich, trotzdem sollten wir nicht allzu lange warten. Brechen wir auf. Tanzt! We're the Aurora Sisters. Famed entertainers of the night market. Shall we dance for you? Ja.
Sehr schön, eine neue Fertigkeit. Fähigkeit beim Zugucken, magischer Wechsel. Habe aber schon Leute besser tanzen gesehen. Cloud zum Beispiel. Lass mich raten, du bist die Wahrsagerin. Ihr könnt eure Lernpunkte jederzeit zurücksetzen und es erneut versuchen, aber es kostet etwas. Gar keine. Aber schön, dass es möglich ist. Da muss ich jetzt auch keine Sorge mehr haben, da ich die Lernpunkte falsch verteile. Oho, willkommen auf dem Nachtmarkt, der Händlergilde. Diese Waren findet ihr in keinem anderen Laden. Vorsicht, auf dem Nachtmarkt werden einige gefährliche Gegenstände verkauft, aber es ist schwierig, sie anderswo zu bekommen. Looking for labor? Normally I'd offer you a deal on indentured servants, but I'm sold out. Someone already bought the last bratty boy I had. That kid had a few screws loose. Kept saying he was a prince or something. What? That boy might very well have been Elliot. Where is he now? You knew him? Sorry, but the man just bought the wares and left. I didn't pry, since business is business. Oh, have mercy! I sold the kid to a red-eyed man. That's all I know, I swear. I cannot let this go. People's lives are not goods to be bartered. You should be ashamed. Und danke, Jotanka, für dein Stufe 1 Abo im 18. Monat. Yes, ma'am. Understood. I will change my wicked ways. Just please spare me. Red eyes. Die Royal Ascendant hat dir eine neue Fähigkeit gewährt. Malusresistenz. Und ja, wir haben natürlich jetzt einen Anhaltspunkt. Seid ihr nicht zu jung, um in dieser zu dieser Stunde wach zu sein? So, ich denke mal, das war alles, was wir auf dem Nachtmarkt machen können. Ich hatte mehr gehofft, dass es Ausrüstung gibt. Also Rüstung. Bereitet die Abfahrt vor, aber es dauert noch ein bisschen. Macht doch einen kleinen Spaziergang und kommt dann wieder. Boah, wir haben die Stadt doch so gesehen erkundet. Am Horizont, da hat sich was bewegt. Ich wette, das war ein Geisterschiff. Ich habe gehört, wie sich ein paar Kapitäne darüber unterhalten haben. Oh, ich wünschte, ich könnte auf einem Geisterschiff mitfahren. Davon habe ich schon immer geträumt. Tut mir leid, ich bin Martello und, wie unschwer zu erkennen ist, bin ich besessen vom Übernatürlichen. Ich hoffe wirklich, dass es in dem Schiff spukt. Willkommen in Beiser. Ich bin Mitglied des Tourismusverbandes.
unserer schönen Handelsstadt. Ihr seht nicht danach aus, als würdet ihr aus der Gegend stammen. Wenn ihr zum ersten Mal hier seid, solltet ihr unbedingt unseren berühmten Nachtmarkt besuchen. Der ist einmalig. Dort werden seltene Gegenstände zum Verkauf angeboten. Und seht euch auf jeden Fall auch die fesselnde Nebenvorstellung der Aurora-Schwestern an. Ihr werdet es nicht bereuen. Oh, fast hätte ich es vergessen. Der Nachtmarkt hat nur nachts geöffnet. Viel Spaß. Haben wir alles schon erledigt. Coming aboard? Ja. Oh, das ist das Ende des ersten Kapitels. Oh, I can't wait to get a look at the Laurentian Mountain Territory. My homeland of Laurent is north of Paulo Port. I can lead the way, once we dock. Kann ich das Schiff steuern? Nein, ich kann nur mich umgucken. Und lass mich raten, wir werden vielleicht wirklich ein Geisterschiff sehen. Danke, Kartoffel, für dein Twitch Prime-Abo. Oder ich sehe kein Geisterschiff. Aber irgendeinen Grund muss das ja haben, dass du so über die Karte da ziehst. Paulo Port is now a territory under the control of the Navarro Nation. Move along. Hang on, Reese. Don't draw attention to us now. Paulo is in a terrible state. We should ask around town and find out more. There could be a lead on one of the mana stones after all. Gehört nun zum Herrschaftsgebiet. Es ist gefährlich, durch die Stadt zu laufen. Bleib außer Sicht. In dieser Stadt geht es ziemlich rau zu. Wahrscheinlich wegen dieser Diebe. Sie wurde verletzt, als die nevalianische Unhold die Stadt angegriffen haben. Ich hoffe mal, ich habe nicht Waffen gekauft für eine Überfahrt. Ne, ihr kauft dieselben wie drüben. Und schwarz ist natürlich die ultimative Farbe für eine Gesichtsmaske. Wie bitte, was passiert jetzt mit uns? Habt ihr das gehört? Neval konnte in die Zitadelle Laurentien eingedringen. You were spared. Liza, is that you? Oh, how fortunate. Hush, please, Captain. We must be discreet lest the Navarlan agents overhear. I am not the only Laurentian survivor. There are many more in hiding in the mountains. Captain,
go to the Simnosa Meadow. Hey! You gonna take my order or not? Sorry for the wait. Oh, es leben noch Amazonen. Um irgendwann alles wieder zurückzuerobern. Welcome. Come again. Öhalla. Das ist doch diese Höhle beim Himmelsweg. Was wollt ihr da oben? Der Eingang ist nämlich von einer riesigen Windstatue versperrt. Ich war neugierig, ich habe es mir angesehen. Ihr könnt gerne hingehen, ihr müsst euch nicht auf mein Wort verlassen. Vor allem, da ich die Stadt einfach verlassen darf. Ich dachte, also Belagerung ist nicht, aber sie ist ja erobert. Keiner kontrolliert mich, keiner will meinen Ausweis sehen. Falls sie sowas besetzen in dieser Welt. Cool, der Himmelsweg hat eine andere Dudelmusik als das Gebiet, wo wir herkommen. Und sie haben die Panflöte vergessen. Wie soll ich mich jetzt noch konzentrieren? Hallo Kaktus. Lorenz, den Königreich des Windes. We must head for the Simnosa Meadow in the mountains. Be careful. The mountains are full of dangerous creatures. Ja, zum Beispiel Harpien. Das wissen wir ja alles. This will be faster if we fight together. Zeig's dem Kupferritter. Ja, mal eine andere Sterbenssequenz. Da kommen so kleine Geister raus. Sonst sind immer so kleine Knochen rausgeflogen aus den Gegnern. Easy peasy.
We overpowered the enemy. Moment, bevor ich da runtergehe, möchte ich sehen, was hier oben ist. Hostile entities, be careful! Ohne Scheiß, bei allen fliegenden Gegner denke ich immer an Barrett sofort. Und denkst so, boah, so eine MG am Arm. Das wäre richtig hilfreich. Aber ich werde ihn nicht bekommen. Falsche Welt. Hallo Bocky, hab dich auch lieb. Was sind wir? Sind wir von der Boy-Familie? Ich habe das Gefühl, ich sollte doch erstmal der Story folgen. Das kommt mir gerade alles ein bisschen sehr weit optional an vom Weg her. Vor allem, weil da oben ja auch nochmal ein Eingang ist. Nicht Boy-Fans. Boy-Familie heißt das. Das ist von Brooklyn Nine-Nine. Die Familie sagt sich immer gegenseitig, ich hab dich lieb. Wir müssen leider das ablehnen, Lina. Linetti. Aber ich hab dich lieb. Are these some Nosa flowers? Oh no. Curses. Captain, thank goodness. This is our secret base. We have been preparing the remaining Amazon forces since Navarral attacked the Citadel. Oh. We chased after the kidnapped prince during the Navarlan assault, but unfortunately, we stumbled into the Somnosa Meadow and succumbed to the sleep spores. Once the wind blew the spores away, we awoke to a cold trail and the Citadel burning in the distance. We have failed you and Prince Elliot. Please, I am simply happy that you are alive. Thank you, Your Highness. Once your companions are awake, please come to the meeting room. Everyone wishes to see you, Captain. Die hat auch noch so kleine Schlafäuglein. Komisch, jeder andere Amazone sieht schöner aus als sie, finde ich. Und sie soll der Kommandant gewesen sein. Sie strahlt null Autorität aus. Die Bürger von Laurentien werden alles geben, um unser Königreich wieder im alten Glanz erstrahlen zu lassen. Alle waren hoch erfreut darüber, dass die Kommandantin zurückgekehrt ist.
Bislang ist es niemandem gelungen, unsere Geheimbasis zu finden. Wahrscheinlich ist das der Eingang, wo wir schon vorstanden. So versteckt ist es. Die Zitadelle Laurentien gilt als uneinnehmbar. Sie ist von Felsspitzen und rauen Winden umgeben, die sie schützen. Es wird nicht einfach sein, sie zurückzuerobern. Ich weiß nicht, ob wir Erfolg haben werden. Endlich haben wir genügend Waffen, um einen Angriff zu starten. Die Zitadelle Laurentien befindet sich weiter oben auf dem Berg. War das jetzt die wichtige Information, die du mir geben wolltest? Ich hätte nicht gedacht, dass es so viele Überlebende gibt. Keine Sorge, nach dem ersten Mal werdet ihr immun gegen die Schlafsporen. Wie bei Corona. Du musst es nur einmal haben, dann kannst du dich eigentlich nicht wieder anstecken. Für eine gewisse Zeit. Ich habe sogar ein paar Wachen gefangen genommen vom Feind. Wir haben einen Agenten in der Aue gefasst. Er verhält sich eigenartig. Ich weiß nicht, wie die Nevarlianer die Zitadelle in diesem Zustand einnehmen konnten. Jetzt machen wir bestimmt einen Lagebericht und dann holen wir die Zitadelle wieder. In dem Raum da drüben wird eine Lagebesprechung stattfinden, um das weitere Vorgehen zu planen. So pleased to see you well. Please, do not strain yourself. I am fine, child. How can we take the citadel from the thieves who have it overrun? A frontal attack would easily be rebuffed by Navarl. Is there any way? Forgive me, I am a mere caretaker. I never learned tactics or strategies of war. Wait. We should consult with the sage Dom Perry. He may have wisdom to impart upon us. Dom Perry? Yes! Back when the world was waging war on the Dragon Lord and his unstoppable forces, Dom Perry advised the Hero King on strategy, which led Valsena to victory. Where can we find this tactician? He is difficult to locate. Dom Perry is Korapoker. They are small, reclusive beings that dwell in Rabbite Forest, south of Jad. Then we must go and find him. Please wait! The Korapoker do not like larger folk such as us. You may not be able to meet with him at all. So, what do we do? Dom Perry may not agree to meet with you in your current forms. You must appear less human and more... Korapoker-like. Wir müssen uns schrumpfen mit dem Hammer, der Leute schrumpfen lässt. You must find the legendary Miner Mallet. Rumor has it that the item is in Byzer. With it, you could possibly pass for Korapokers. Aber angeblich gibt's den doch nicht. Ah, beziehungsweise, jedenfalls die Händler haben den nicht.
Ach, weil ich mit den Dorfbewohnern geredet habe, weiß ich das alles schon. Mein Gott. Was für eine Stimme. Schau mal, schon wieder eine Reisekanone. Also guck mal, schon wieder eine Reisekanone. So. Juhu, wir kriegen die erste Belohnung für Kaktusfratz. Preis hier. Wo? Ach so, du erhältst 10% Rabatt in Läden. Ich habe gedacht, man kriegt was anderes. Huh. Isn't that Von Boyage's cannon? Oh, you know my cousin. The name's Merci. Nice to meet you. Can you blast us all the way to Beiser? But of course. Are you ready? Ist ja nicht so, dass Beiser gar nicht weit weg ist. Es ist, glaube ich, es wären jetzt 3 Minuten laufen gewesen. Ah ne, stimmt ja gar nicht. Wir sind ja mit dem Schiff von Beiser gefahren. Wir waren ja im Hafen von Port irgendwas. Deshalb macht die Kanone schon Sinn. Wait for dark. Welcome. Es wird mir irgendein mysteriöser Händler davon erzählen, wie ich diesen Hammer bekomme. Oder eine alte Frau. Welcome. Looking for something in particular? I always wanted to set up shop like this. Running a shop isn't as fun as I thought. Well, enjoy your doodads. I think I'll go take a nap. Warum? Ich muss gar nichts dafür tun. We got the minor mallet and we're ready to go. Let's be off to Rabite Forest and find the Korriboker village. Coming aboard? Das wirkte etwas schnell. Das war so unnötig gefühlt. Man brauchte es eigentlich nicht. So, der Mümmlerwald.
Ach, wir können da unten links auch sehen, wie viele Schatzkisten wir schon gefunden hatten hier. War ich hier nicht schon mal? Doch. Sonst hätte ich ja keine Schatzkisten hier finden können. Aber warum... Ja, wahrscheinlich werden die Gegner vom Level einfach angepasst. Vom Hin- und Herreisen. The area is clear of threats. We have earned a rest. Don't worry, I've got this. Stay true. Take this. We have improved greatly. Diese Musik macht mich so glücklich. Ich wünschte, ich könnte noch schneller reiten, laufen. Alles dasselbe. Ach, jetzt weiß ich wieder, wo es war. Hier sind wir auch durch diese komische Energiebarriere gegangen, ne? Um in die Heimatstadt zu kommen von dem kleinen Mädel. Und hier wurden wir von der Fee auserwählt. Das war die Ecke. Ja, hier war nämlich die Energiebarriere damals. Es gibt immer noch drei Kisten. Die müssen da hinten im hinteren Bereich sein, dann. Ich finde das Spiel wirklich sehr entspannt. Und ich muss nicht so viel denken. Nur Kreaturen auf den Kopf schlagen. Und mich ein bisschen berieseln lassen von der Geschichte. It's time to talk to Dom Perry. Yeah. Can't let those thieves get away with this. Hübsch ist relativ. Also die Umgebungen sind halt typisch Japan-RPG-like, nicht so hochauflösend für die Charaktere.
Aber sonst, es ist halt nicht hässlich. Gibt definitiv schönere Spiele von der Art. That was hardly worth the trouble.